Es ist Punkt 10 am Donnerstag, dem 27. Oktober 2016. Es meldet sich hier Berlin. Forex und CFDs täglich um 10 Uhr jeden Börsentag. 5 Tage, 5 Trader, jeder Trader mit seinem eigenen Stil. Heute am Donnerstag wird gleich der Jochen Schmidt übernehmen. Noch spricht Berlin. Jens Schanowski von Admir Markets. Ich darf Ihnen die Proforma-Dinge wie jedes Mal sagen. Schönen guten Morgen, willkommen. Schauen wir mal, was heute die Börse an Chancen bietet. Zu Beginn natürlich immer Risikohinweis. Es geht bei Admir Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten, leider aber auch, wenn Ihre Strategie am Markt nicht aufgeht, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Starten Sie am besten mit einem Demokonto. Machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt, der Handelssoftware und dem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger. Execution only. Bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen. Wir wagen Marktausblicke, wir entwickeln gemeinsam Trading-Ideen, wir können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Den kompletten Warnhinweis finden Sie auf unserer Webseite, hier unten rechts als blauer Link auch einmal hinterlegt. Insbesondere also bei Punkt 10 auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht darum, an 5 Werktagen 5 verschiedene Trader kennenzulernen. Jeder hat einen anderen Stil. Das ist nicht besser oder schlechter, einfach nur anders. Wenn Sie Ihre Zeit erlaubt, seien Sie öfter mal dabei, auch an anderen Tagen. Heute Donnerstag ist der Jochen dran, an anderen Tagen andere Trader und Sie picken sich das raus an Wissen, was für Sie hilfreich ist. Also auch nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum geht es nicht. Es geht darum, über die Schulter zu schauen und darüber zu lernen. Eben schon erwähnt, heute gleich ist der Jochen dran, ansonsten die anderen Köpfe. Hier tradet Deutschland, Berlin, Würzburg, München, Stuttgart, Frankfurt und natürlich auch Österreich, Schweiz, Mallorca, wo immer Sie uns hören, ist herzlich willkommen. Hier tradet Deutschland, Österreich, Schweiz, der gesamte deutschsprachige Raum, sagen wir es mal so. Reden ist nämlich Gold, wir haben etwas zu sagen. Über 10 Live-Webinare in der Woche, die Sie bei Admir Markets bekommen können, wenn Sie die anderen noch nicht kennen. Über den Link hier eingeblendet können Sie sich anmelden. Seit heute ist auch unser Advents-Spezial-Webinar dort zu sehen. Wir machen traditionell in den 4 Adventswochen vor Weihnachten Spezialthemen. Unter anderem, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, Giovanni Ciccivelli, einer der bekanntesten Daytrader Deutschlands, wird einmal ein Webinar bestreiten. Dann werden wir uns einen neuen Service anschauen, Volatility Protection Service und vieles weitere mehr. Alles in den 4 Wochen vor Weihnachten. Wenn Sie möchten, jetzt schon anmelden. Es ist ab heute möglich über diesen Link. Vieles spricht für Admir Markets. Wir haben mehrere Auszeichnungen bekommen im Jahr 2016, zum Beispiel vom DKI, Deutsche Kundeninstitut. Bester CFD-Broker 2016 ist Admir Markets. Auch Brokervergleich hat das gemacht. Vor 2 Wochen erst haben wir auf dem Börsentag Berlin verliehen bekommen. Bester CFD-Broker, bester Forex-Broker ist Admir Markets laut dem Brokervergleich. Ja, viele Gründe, warum das so sein könnte, sehen Sie eingeblendet. Wenn Sie Forex und CFDs traden möchten, freuen wir uns natürlich, wenn Sie das bei uns machen. Wir stehen parat. Oder wenn Sie 1:1 mit uns sprechen möchten, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr ist der Berliner Kundenservice für Sie erreichbar unter der eingeblendeten Nummer oder Sie schicken eine E-Mail oder YouTube oder Facebook. Viele Möglichkeiten, wie Sie auf uns zukommen können. Das war's von mir und damit schönen guten Morgen, lieber Jochen. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm, rock die Märkte, was geht, leg los. Morgen Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ja, was geht? Es geht einiges im DAX hier. Wenn wir es uns ganz kurz auf dem großen Bild anschauen, ich habe privat, konnte ich gerade relativ gut mitgehen, habe es aber auf dem Demo nicht mehr umsetzen können, jetzt hier fürs Webinar. Und zwar, wir sehen im DAX den Aufwärtstrend, also hier längere Zeit kommend in die Korrektur, hat einen neuen Trend aufgebaut, wie wir es ja immer wieder besprochen haben, ans große Hoch heran, geht in die Korrektur und kommt wieder. Und zwar punktgenau an der Stelle, wo er vorher schon mal durchgegangen ist. Also ein ganz hervorragendes Setup. Und wenn man sich so anschaut, wenn man jetzt runter geht auf die Stunde, sieht man, hier zieht der Markt auch richtig durch, macht untergeordneten Aufwärtstrend rein, also echt top, das Ding. Ja, jetzt ist aber das Problem, das alte Problem, wir haben hier eine ausgedehnte Bewegung. Aufgrund der überlagernden Trendgröße kann es sein, der rutscht hier weiter und geht durchs Vortageshoch, was die blaue Linie darstellt. Und somit ist halt jetzt die Frage, als Trader, steige ich jetzt an der Stelle ein, ja oder nein? Man könnte versuchen, jetzt hier direkt in den Bewegungsbereich hineinzuspringen und zu hoffen,
dass der einfach über das Vortageshoch geht, ja. Das wäre jetzt hier ein Ansatz, allerdings an einer echt üblen Stelle. Aber man sieht, es funktioniert. Ich gehe hier sofort raus. Klassischer Ausbruchstrade war das jetzt. 2-3 Punkte übers Hoch, zack und weg. Ja. Das ist jetzt noch die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, so in dem Markt zu agieren. Damit begrüße ich Sie. Guten Morgen allerseits. Ja, also es geht was im DAX, definitiv. Vor allem diese Trendfortsetzung. Und wir gehen nochmal ans große Hoch heran, wenn die Dynamik hier drin bleibt. Aber je weiter der Markt halt läuft, ich erkläre die Problematik ja sehr oft, ja, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht zumindest eine Zwischenkorrektur in den Markt kommt und der sich dann erst erneut aufbaut, was eigentlich recht ideal wäre im heutigen Verlauf des Tages. Also nochmal, wenn er durchmarschiert, okay, klar, aber wenn er eine Korrektur macht und dann kommt, das wäre das perfekte Signal. Okay, ich gebe an der Stelle mal zum Jens zurück. Ja, die Teilnehmer beteiligen sich hier immer interaktiv. Wenn Sie heute das erste Mal dabei sind, Admiral Markets darf die Ausnahme sein. Sie dürfen sich in allen Webinaren aktiv beteiligen. Ihre Fragen, Ihre Wunschmärkte, Ihre konstruktive Kritik, alles per Tastatur tippen, bitte hier loswerden. Und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Ist nicht bei jedem anderen Webinaranbieter so, bei uns ist es so, wir dürfen die Guten sein. Hat ein Teilnehmer gemacht. Jochen, wie ist deine Einschätzung zum USD-JPY, US-Dollar-Japanisch-Yen? Mhm. Haben wir hier einen beginnenden Aufwärtstrend oder noch nicht? Blicken wir auf USD-JPY. Okay. Grüßen den Helmut, der hat mir auf Facebook auch geschrieben vorhin, ich habe schon gesehen. Ja, nun gut, rein der Definition nach haben wir hier schon einen Wechsel drin, also meines Erachtens. Ja. Also ähnliche Signalkonstruktion, wenn er mal genau hinschaut, ne, schöner Aufwärtstrend, kleinerer Aufwärtstrend, Hochbereich, wo es jetzt beginnt zu ziehen, ja, so richtig schießen tut er nicht, aber nochmal, es ist ja auch Wunschkonzert, was ich äußere, ja, also die idealen Trendkonstellationen, dass der jetzt am Hochpunkt nach oben zieht, wenn es keinen Morgen gäbe. Es ist ein Aufwärtstrend, ist da. Die Dynamik, wie er gerade verläuft, man sieht es öfters, ist nicht super duper ideal, aber im Moment wäre ich auch eher auf der Long-Richtung zu finden. Schauen wir es uns mal untergeordnet an. Hier auch auf der Stunde, schöner Aufwärtstrend, ja, auch aus der Korrektur heraus. So, hier ist das Ding gebrochen, zieht aber nochmal in den Hochbereich heran und hat durchaus die Chance, dass er weitermacht. Achtung an der Stelle, wenn er sich hier reinspringt, darf man sich nicht arg wundern, falls der doch nochmal runterkommt. Ja, also nochmal am Punkt 2 einsteigen, ich sage es immer wieder, ich finde es eine der schlechtesten Möglichkeiten, wie ich es gerade eben im DAX gezeigt habe, man kann einen Ausbruchstrade machen an diesen Stellen, okay, man kann auch versuchen, wenn das Risiko passt, drin zu bleiben und die Korrektur erstmal gegen sich gehen zu lassen. Aber auch hier der ideale Aufbau wäre, dass der nochmal korrigiert und dann über das Hoch zieht. Ja. Aber wir haben einen Aufwärtstrend hier drin, auf einem ganz großen Bild, lass uns mal kurz schauen. Ihr wisst, man kann Trends... ja, es gibt zwar feste Definitionen, aber es ist wirklich von Trader zu Trader oft auch unterschiedlich, was die Auslegungssache angeht oder was die Bewertung angeht, ob denn jetzt ein großer Wechsel schon da ist oder nicht. Und wenn man es halt so betrachtet, in dem ganzen Part hier, ja, haben wir hier definitiv einen, wie gerade beschrieben, schon drin. Ideal wäre es, ideal oder ich sag mal relativ klar wäre es, wenn der Markt wirklich über das letzte Hoch geht. Also es ist von meiner Seite jetzt nicht immer ein Hingeschiebe zum nächsten Hoch, um zu sagen, jetzt, dann habt ihr erst einen Aufwärtstrend, sondern von der ganzen Konstellation her, ja. Aber nochmal, wenn der die Bewegung hoch macht, warum nicht? Das kann man wirklich versuchen. Wenn der Markt abrutscht, entscheidendes Tief für die Long-Geschichte, damit die intakt bleibt, ist die 103. Also er sollte nicht unter die 103 rutschen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir entweder hier einen Seitenaufbau bekommen oder wenn das sehr, sehr dynamisch verlaufen sollte, dass der nochmal den großen Abwärtstrend, also von oben kommen, ne, den da, also den nochmal bringt. Aber solange das nicht passiert, wäre ich hier auch in der Long-Richtung zu finden und immer schön vorsichtig bleiben. Aber wenn jetzt ein Trader sagt, ah, ich würde gerne oder ich würde hauptsächlich Long in dem Markt unterwegs sein, heißt es noch lange nicht, dass der Markt sich auch nicht verändern kann, ja. Und darauf möchte ich immer wieder hinweisen. Schaut mal, da haben wir genau den Punkt, seht ihr das, ja, wie ich gerade eben meinte, ne? Läuft ans Hoch und jetzt beginnen sie zu drücken. Das ist immer das Problem, wenn man zu weit oben einsteigt. Okay, ich gebe an der Stelle zurück zum Jens. Ja, der DAX performt seit wenigen Minuten, einer halben Stunde. Davor war gar nichts los. Blicken wir auf den DAX. Ja. Kommt zu diesen Bewegungen, fragt ein Teilnehmer. Ja, also die Bewegung ist ganz klar. Meines Erachtens, wir wissen nie, warum, wie die Bewegung zustande kommt. Also wir wissen nicht, wer jetzt was ausgelöst hat, damit er plötzlich so anfängt zu rennen. Das war schwer zu erkennen. Also ganz klar, ich habe es vorhin gesehen, also als das so runter ist und plötzlich begann zu ziehen, dachte ich mal, au ja. Hier könnte der Trendbruch, den wir hier sehen, könnte abgelöst werden, ja, über das große Bild hergeleitet. Deswegen bin ich privat relativ gut reingekommen, ja, aber nochmal, mich hat es auch fast mit Überraschung erwischt, dass der plötzlich auf einen Schlag zieht. Auf der anderen Seite, wir haben einen Aufwärtstrend in Ausbildung, der ist frisch, Achtung,
Der da ist ein junger Trend in dem ganzen Gebilde und der passt natürlich hervorragend, Moment, in dieses Gebilde. Das ist eure Aufgabe als Trader, das große Bild zu analysieren und dann sich in die Lage zu versetzen, sage ich mal, auf den kleineren Zeiteinheiten, wo ihr unterwegs sein wollt, das für euch zu nutzen. Also hier sind plötzlich alle Trendrichtungen in Anführungsstrichen eine Richtung. Und somit, und das sage ich ja immer wieder in all den Webinaren, die wir jetzt gemacht haben, wenn ich das große Bild sauber habe, bekomme ich überraschenderweise unten auch bombastische Bewegungen. Also warum soll ich dann in Märkten rummachen, wo das große Bild nichts ist? Wenn das Bild plötzlich anfängt zu passen, der DAX hat sich ideal entwickelt, wie wir es besprochen hatten am Dienstag, wo er sagte, eine Zwischenkorrektur wäre perfekt. So, und jetzt versuchen einige aus der Korrektur heraus den großen Trend noch zu reiten. Man kann dann im Internet lesen, Jahresendrallye oder was weiß ich, mir ist das völlig egal, ja. Aber diese Bewegung an sich ist nicht überraschend und ja, ein klarer Ansatz, dass ein Trader versucht, sie mitzunehmen. Ja. Und übrigens, wie ich vorhin meinte, ich habe hier nur einen Ausbruchstrade gemacht, genau aus dem Effekt, ne? Wenn jetzt Pech hast, oder wenn jetzt einer oben long drin geblieben ist, kann erstmal eine kräftige Korrektur kommen. Und das sind die Verluste, die man sich sparen kann. Ja. Okay, Jens, ich gebe zu dir zurück. Dann können Sie bitte einmal die Zahlen 1, 2, 3 eintragen in den Chart, damit man ein Gefühl dafür bekommt, bittet ein Teilnehmer. Ach so, ja klar. Ja, natürlich. Moment. So. 1, 2, 3. Also er meint jetzt einfach die Trendzählung, oder? Oder wie? Also hier zum Beispiel Punkt 1, hier oben ist nämlich der Punkt 2, hier unten ist nämlich der Punkt 3. Dann ist das hier der vermeintliche Punkt 2, der entstehen könnte. Hier haben wir definitiv einen Punkt 3. Es ist die Trendzählweise. Ist ein bisschen verwirrend. Am Anfang war für mich auch irgendwie nicht ganz ersichtlich, diese 1 zu 3 Zählerei. Auch in meinem Seminar relativ gut erklärt dann, dass man einfach mal begreift, was das Ganze soll. Vor allem ab wann entsteht denn überhaupt ein Punkt 2, ab wann ist denn definitiv ein Punkt 3 im Markt und solche Geschichten. Aber so würde ich den Trend hier definitiv einzeichnen oder beziffern. So, sage ich einfach mal. Ich hoffe, ich konnte demjenigen da helfen, wie er die Sache sehen kann. Ja. Viele Wunschmärkte heute bei Punkt 10. Vielen Dank für alle, die aktiv sich beteiligen. GBP-USD ist stark gewünscht auch. Blicken wir auf den GBP-USD. In 15 Minuten, oder besser gesagt um 10.30 Uhr, wichtige Nachrichten für den Pfundraum, Bruttoinlandsprodukt. Und da kann es große Bewegungen geben. Ja, also bitte darauf achten, wer GBP-USD handelt, in nicht ganz 20 Minuten ist eine große Nachricht am Gehen. Und das heißt, das ganze Gebilde, was wir jetzt öfters angesprochen hatten im Live-Trading und auch bei der Marktanalyse, das ganze Gebilde kann es zerfetzen. Ja, also dass der entweder richtig nach oben durchzieht, was, sage ich mal, vom ganzen Aufbau jetzt gar nicht mal so verwunderlich wäre, ja, dass der hier die Korrektur einfach nach oben durchbolzt. Das wäre die eine denkbare Variante. Die andere Variante, die wir öfters angesprochen haben und wo ich ja die ganze Zeit sage, ich bin in dem Markt überhaupt nicht mehr aktiv. Ja, also ist mir alles viel zu weit gelaufen. Ich habe hier zwar einen Aufbau von einer Korrektur, die ganz okay ist, allerdings die Bemühungen, die Tiefs zu durchbrechen, ja, die sind da, aber sie halten nicht und ziehen wieder hoch. Das ist genau der Punkt, von dem ich warnte. Also ist halt ein Erfahrungswert. Ja. Und deswegen, wenn nachher Nachrichten anstehen, kann hier einiges passieren. Und was kann passieren? Es kann passieren, dass hier ein Gegensignal ausgebildet wird, was die Korrektur nach oben treiben könnte. Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, dass er einfach durchrutscht, nochmal in Richtung der Tiefs und wieder nicht hält. Also es ist ein kleines Minenfeld. Ich weiß, viele Trader würden es vielleicht anders sehen oder einen ganz anderen Handelsansatz pflegen oder ganz begeistert sein, zu sagen, oh, idealer Markt. Ich mag das nicht so. Also ihr seht, es stellt sich unheimlich breit auf. Es ist in den Range. Es ist keine dynamische Trendentwicklung hier drin. Macht ja auch Sinn, ja. Nach Riesenbewegungen sehen wir ja oft solche Totmärkte. Dass da innen drin auch Bewegungen laufen, ist unbestritten. Die Frage ist aber immer, wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen im Markt, dass ich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen mehr auf meiner Seite habe. Und da sehe ich halt recht wenig Ansätze. Vor allem jetzt, wo wir wieder genau in der Mitte des ganzen Gebildes stehen. Also wir haben das so oft in den Webinaren. Also hier mache ich nichts, auch wenn die Nachricht kommt. Auch von News Trading habe ich hier keinerlei Ansatz, muss ich ehrlich sagen. Okay, Jens, ich gebe zu dir. Einen Wunschmarkt schaffen wir noch, das ist Gold. Blicken wir auf Gold, bitte. Mhm. Ja, genau. Und hier hat sich das Bild ebenfalls nicht so aufgebaut, wie man es jetzt im Internet lesen kann, dass man jetzt wieder Gold kaufen muss anscheinend. Ich sage immer dazu, man muss gar nichts. Man sollte zumindest mal warten, ob denn der Chart, also der Preisverlauf, den
sich nicht auch deckt mit fundamentalen Beobachtungen, wenn jemand es arg mag, fundamental herzugehen. Wir haben immer noch einen intakten Abwärtstrend hier drin. Von der anderen Geschichte von größer kommend haben wir noch einen intakten Aufwärtstrend hier drin. Also wir haben gegensätzliche Trends am Laufen. Hier ist für mich nur eine Korrektur am Gehen. Auch da warnte ich in den Webinaren. Ich meinte zwar, okay, guck mal, der kann sich ja weiter hochhangeln und wieder in den Großen reingehen. Ja, die Chance ist da. Nur wie der Markt das macht, erinnert euch mal an den DAX-Anstieg vorhin. Und schaut euch mal das an. Also ihr merkt genau den Unterschied. Es ist völlig wurscht, ob das jetzt ein Minutenchart ist oder ein Monatschart. Ihr seht, hier ist ein Gehackel am Gehen die ganze Zeit. Die Bewegungen sind hart, glatt und sauber. Und was hochgeht, ist total mies im Vergleich. Und somit ist für mich die Long-Geschichte schon mal nicht mehr so bombastisch, dass ich sage, hurra, jetzt aber nichts wie Long da rein in den Markt. Und auch untergeordnet erkennt man, man hat ab und zu Bewegungsschübe, aber die halten halt nicht. Ne? So. Und auch hier, was sich gerade aufbaut, auf der Stunde, ich bleibe mal hier auf der Stunde, wir haben, wenn man es so betrachtet, einen Aufwärtstrend, okay? Der geht in die Korrektur und könnte hier nochmal kommen. Ja, wäre eine Idee. Für mich ist eine Hauptkampfzone oder ein großer Kantenbereich, wo er eigentlich rüber müsste, damit er ja, ein bisschen halbwegs diese Long-Geschichte ja, stabil rüberbringt, wäre eben der Bereich zwischen der 1,27 bis zur, lasst mich sehen, ja, 1,70. Also wenn man es schafft, da durchzukommen, wäre vielleicht eine Idee, dass man den ein oder anderen Long-Trade macht. Allerdings bitte nicht vergessen, man wäre in diesem Moment immer noch in einer Korrektur und man läuft in diesem Moment immer noch in den Deckel rein, bei der 1,275. Also nie wundern, wenn der Markt dann schön steigt und plötzlich dann wieder kommt. Ja. Alles, ja, immer die alte Frage, Bewegung oder Korrektur, wo bin ich? Ja. Also nochmal, ich bin hier nicht sonderlich angetan vom Long-Gehen. Vom Short-Gehen ist auch noch nichts zu sehen. Trendfortsetzung aus der Korrektur ist noch nicht da, ja, noch nicht. Ja. Markt ist aber beobachtungswert, definitiv, weil gute Bewegungen entstehen, wenn irgendwelche wichtigen Hochs und Tiefs gebrochen werden. Wäre jetzt so meine Vorgehensweise für Gold. Ja, kurz, knackig, prägnant. Wir sind für Punkt 10 heute schon wieder fertig. Nächste Woche fällt ausnahmsweise mal für alle Jochen Schmidt-Fans dienstags 15 Uhr aus, weil Jochen sein Seminar vor Ort vorgibt. Aber für alle Jochen-Fans kommen Sie zur World of Trading. Da ist dann der Jochen auch wieder erlebbar. Und wollt Sie noch dann einladen für heute 15 Uhr. Handel mit Strategie, immer noch eine der neueren Webinarreihen. Wir werden wöchentlich, immer donnerstags um 15 Uhr, einen Indikator ausführlichst in Theorie und Praxis live im MT4 angewendet präsentieren. Gab schon einige, 5, 6, 7 gab es schon. Heute wieder, neue Chance, neues Glück. Immer ein neuer Indikator für alle, die Indikatoren-Trading oder Handel mit Strategie mögen. Seien Sie dabei, wenn Sie es noch nicht sind. 15 Uhr donnerstags immer über die Webseite admiralmarkets.de anmelden und dann sind Sie gerne dabei. Oder wenn Sie es nicht schaffen zeitlich, wenig später die YouTube-Videoaufzeichnung in unserem YouTube-Kanal. Also nochmal, nächste Woche dienstags ausnahmsweise mal kein Dienstagswebinar, aber Jochen dann Donnerstag 10 Uhr, Punkt 10 nächste Woche wieder mit dabei. Grüße aus Berlin, achten Sie auf Ihre Trades und Schlusswort vom Jochen. Jawohl, danke Jens für die Co-Moderation, auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich freue mich jetzt, morgen fahre ich dann los nach Lohr am Main und habe dann von Samstag bis Dienstag nächste Woche das Seminar. Und eine sehr nette kleine Gruppe, wird ein gutes Arbeiten, gerade so Kleinigkeiten, wie man es hier auch im Webinar immer wieder erkennen kann, werden wir halt da mal in Ruhe, ja, im Detail aufbauend auseinanderlegen und uns Gedanken mal darüber machen, wie man wo handeln kann oder wie bestimmte Dinge vom Grundwissen her stabilisiert werden können und dann einen Schritt weiter zu gehen. Ich bedanke mich sehr für Ihre rege Teilnahme am hellen Vormittag. Achten Sie auf den DAX, das sieht gar nicht schlecht aus. Also wenn der die Dynamik halten kann und die nächste Korrektur, die runterkommt, nicht alles kaputt macht, könnte man da vielleicht einen guten Long-Einstieg finden. In diesem Sinn, vielen Dank, viel Erfolg. Ja, wir hören uns dann nächste Woche, Donnerstagmorgen um 10 Uhr. Machen Sie es gut, Herr Jochen Schmidt. Ciao.